Der Premier League Videoblog mit Daniel Bachmann. Präsentiert von Interwetten. Ja, liebe Fans, jetzt am Wochenende war es endlich soweit. Die Premier League-Saison hat wieder begonnen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, so werde ich in den nächsten 10 Monaten einige Male, an die 15 Mal nach den Wochenenden, über die wichtigsten Themen sprechen, über die strittigsten Szenen, über das, was in den Medien in England gerade gesprochen wird. Und ja, ich hoffe, ich kann euch den englischen Fußball ein bisschen näher bringen. Für mich war das Wochenende natürlich überragend mit meinem Premier League Debüt nach 10 Jahren. War es endlich soweit, hat doch ein bisschen länger gedauert. Hätte ehrlich gesagt nicht besser laufen können. Die Fans waren wieder im Stadion, volles Haus, was natürlich überragend war. Unglaubliches Gänsehaut-Feeling und dann natürlich mit einem Sieg zu starten gegen eine Mannschaft, die als Riesenfavorit in das Spiel gegangen ist. Ich glaube, die meisten Bookies und Wettanbieter haben uns vor dem Spiel schon abgeschrieben gehabt und natürlich auch sind wir sicher einer der Favoriten, was den Abstieg betrifft. Deshalb der Sieg. Tut der Sieg noch mehr gut. Wie gesagt, Aston Villa, Top-Mannschaft, die haben zwar Jack Grealish verkauft, auf den ich gleich noch ein bisschen näher eingehen werde. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die jetzt einen besseren Kader haben als vor dem Jack Grealish mit dem Leon Bailey, den sie geholt haben. Danny Ings, Buendia von Norwich. Also ich glaube, grundlegend haben die einen besseren Kader und drum für uns einfach ein geiler Start und für mich persönlich, wie gesagt, am Wochenende, das ich sicher nie vergessen werde. Hoffentlich können wir auf das Ergebnis aufbauen. Dann eines der herausstechendsten Ergebnisse, würde ich sagen, war sicher Man United am Wochenende mit dem 5-1 gegen Leeds. Da sieht man, dass Man United, wie man glaube ich erwarten konnte, sicher um den Meistertitel mitspielen wird dieses Jahr. Jetzt noch mit dem Rafael Varane dazu, der am Samstag ja noch nicht gespielt hat, wird die Defensive noch einmal verstärkt. Dann natürlich Bruno Fernandes mit dem perfekten Start, mit dem Hattrick. Und dann natürlich auch Paul Pogba, der in den englischen Medien ja oft als nicht so beliebt ist, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wenn der Paul Pogba in Topform ist, ist er sicherlich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, wie man am Wochenende wieder gesehen hat mit 4 Assists in einem Spiel, was überragend ist. Dann eben Jadon Sancho war kurz im Einsatz bei Man United. Marcus Rashford ist verletzt, ist operiert worden an der Schulter. Da gab es ein paar strittige Momente am Wochenende, was die beiden Spiele betrifft. Im Rückblick auf die Euro mit den verschossenen Elfmetern gab es ein paar Gesänge in den Stadien von Leeds-Fans und am Sonntag auch von den Man City-Fans. Die haben lautstark im Stadion gesungen, Sancho und Rashford, ihr habt euer Land im Stich gelassen, was nicht okay ist, finde ich, was sehr einfach unnötig finde. Ich meine, im Fußball gibt es immer Dinge, die einfach unnötig sind, aber ja, wie gesagt, das sowas ist sitzt bei mir nicht so gut. Dann am Sonntag eben das Topspiel der Runde sicher mit Tottenham gegen Man City. Ich glaube für Tottenham und natürlich auch für Man City, aber für Tottenham sicher eine ordentliche Prüfung und auch ein bisschen ein Wegsetzer, was die Saison betrifft. Und da eben natürlich das Riesenthema mit Jack Grealish und Harry Kane natürlich, der bei Tottenham ja, wie man mitbekommen hat, letzte Woche nicht zum Training erschienen ist, war gestern nicht im Kader, ist noch nicht fit genug, wenn man den Worten vom Trainer glaubt. Situation ist jene, dass Man City ihn sicher gern holen würde und ihn sicher auch brauchen kann, wie man gestern gesehen hat, die haben ohne Stürmer wieder gespielt und waren nach vorne hin kaum gefährlich und bin gespannt, was sich da in den nächsten 3 Wochen noch tut. Ich glaube persönlich, dass er zu Man City wechseln wird, ich glaube allgemein für Tottenham gestern eine sehr eine riesen Genugtuung für den ganzen Verein, jetzt nicht nur für den Trainer, für die Spieler, ich glaube für den ganzen Verein, für den Daniel Levy, für den
für den Präsidenten, den CEO, der natürlich die Ehre da ein bisschen angeknackst ist, wenn der Starspieler nicht zum Training erscheint und unbedingt weg will. Und dann spielst du genau gegen diesen Verein, der ihn kaufen will und du gewinnst. Und wird da sicher noch einiges passieren in den nächsten Wochen. Und dann natürlich Chelsea, die meiner Meinung nach einer der Top-Favoriten sind, was die Meisterschaft betrifft. Super in die Saison startet, 3-0, souveräner Sieg gegen Crystal Palace. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass von Chelsea da noch weitere Verbesserungen kommen werden, dass die noch stärker werden mit dem Lukaku jetzt, den sie noch gekauft haben. Werden sie natürlich nach vorne hin noch viel, viel gefährlicher werden.